Okay, so was wir heute machen, wir gehen heute wieder zum Fliegenfischen. Ich habe gestern schon gesehen, die ersten Fische steigen. Das heißt, wir können endlich die Trockenfliege auspacken. Was heißt endlich? Wir haben gerade mal Ende März. Das heißt, es ist schon sehr früh. Aber was wir heute machen werden als allererstes, ist erstmal die Fliege binden. So wie ich sie bind. Ich bin kein professioneller Fliegenbinder. Das heißt, die werden keinen Schönheitspreis gewinnen. Aber sie fangen. Die Fliegen hat mir mein Dad gezeigt. Und dann fangen wir gleich an und schauen, dass wir so schnell wie möglich ans Wasser kommen. So, was wir jetzt heute binden, ist letztendlich eine ganz klassische Trockenfliege, eine Parachute. Die hat mir als allererstes mein Dad gezeigt und hat mich vollkommen überzeugt, dass es eine sehr, sehr fängige Trockenfliege ist. So, als allererstes verwende ich einen Haken der Größe 16 ohne Widerhaken. Das heißt, ich spanne mir jetzt als erstes meinen Haken ein. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Okay, wir fangen als allererstes an mit einer Grundwicklung. Und da mache ich sie immer bei der Trockenfliege komplett. Manche machen es nur bis zur Mitte, ich mache es auch hier, wie bei meinen anderen Fliegen auch, komplett. Wie gesagt, das ist kein professionelles Fliegenbinden hier. So binde ich die Fliegen und so haben sie für mich funktioniert bis jetzt. So dass ihr auch mal seht, wie die dann letztendlich ausschauen soll. Das ist eine, die hat mein Dad zum Beispiel gebunden. So soll die dann zum Schluss ausschauen. So, wir fangen jetzt an. Wie gesagt, mit der Grundwicklung als allererstes und dann nehmen wir uns das Material her für das gelbe Sichtteilchen, das da mit drin ist. Sieht letztendlich aus wie Dubbing, kommt aber als so einer langen Schnur. Und zwar nehme ich das einfach doppelt. Ich habe es davor nochmal halbiert, weil es ein ziemlich dicker Garn ist. Und wickel jetzt als allererstes mal, das ist nämlich wichtig, dass ich ungefähr auf drei Viertel der Höhe des Hakens wickle, also ungefähr hier. Weil das dann letztendlich die Position wird, wo auch unser Balken in der Mitte, der Sichtbalken entsteht. Den setze ich jetzt hier an, habe ihn doppelt auf die Schnur genommen, mache jetzt eine Wicklung vorne und zwei hinten, und dann komme ich wieder nach vorne. Okay, das steht dann so auf dem Hakenschenkel oben drauf. Das lassen wir jetzt als allererstes mal so. Und dann kommen wir zur Hechel. Dann binde ich die einfach neben dort an, binde sie erst vorne fest, mache ein, zwei Wicklungen vorne und binde sie dann einmal hinten fest. Ziehe sie dann nach oben und knick die ein bisschen ein, mache nochmal zwei Wicklungen hinten. So dass sie mit unserem gelben Sichtbobbel parallel nach oben steht. So, als nächstes kommt dann der Körper. Dafür verwende ich ein braun-graues Dubbing. Den zwirbel ich so auf den Garn drauf, dass er drauf bleibt. Und dann fange ich hinten an und wickel vor bis zum Kopf. So, nachdem wir das haben, schauen wir, dass wir den Garn wieder hier positionieren und jetzt müssen wir dem Schaft hier, müssen wir hier noch einen Schaft entstehen lassen, sodass wir dann darum die Hecheln binden können. Das heißt, wir machen jetzt einfach ein paar Wicklungen um das Gelbe rum. Das ist ein bisschen tricky, aber es funktioniert schon. Einfach hier um den Schaft wickeln und hier so einen Balken entstehen lassen. Und jetzt nehmen wir die Hechel
die jetzt, nachdem wir die so geknickt haben, so abstehen sollte, dass die Hecheln nach oben zeigen sollen, sodass der Kranz schön an der Fliege liegt. Das heißt, wir können die nochmal so nach, vielleicht nach unten knicken und dann anfangen, den Hechelkranz zu binden. Vier oder fünf Wicklungen und dann einfach die Hechel mit einbinden und dann kann man auch die Hechel vorne abschneiden, beziehungsweise das, was halt übrig steht. So, jetzt ist die Fliege fast fertig. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist eigentlich oben das Kürzen und dann unseren letztlichen Endknoten setzen. Das hier oben noch ab. Und dann ist unsere Fliege auch schon fertig. So, wir sind am Wasser, endlich, mit unserer selbstgebundenen Fliege. Ich laufe jetzt als erstes ein bisschen am Wasser entlang und schaue, ob die Fische steigen, ob sie aktiv sind. Und wenn ich einen Fisch gefunden habe, der regelmäßig steigt, versuche ich dann gezielt anzuwerfen. Das heißt, ich laufe jetzt erstmal rum, schaue ein bisschen und wir sehen uns nachher wieder. Jawohl. Boah, die geht in die Strömung. Oh, ist eine Esche. Und was für eine schöne. Hammerfisch. Was für eine schöne Esche. Die haben noch Schonzeit. Der Haken geht natürlich perfekt raus, ohne Widerhaken. Und der Fisch darf wieder ins Wasser. Da Schwanze. Geil. So, dass die Fliege fängt, konnte ich euch jetzt zeigen, auch wenn es nicht unser Zielfisch war. Ich freue mich riesig über die schöne Esche und ja, wenn ihr weiter solche Videos haben wollt, wo ich Fliegen binde und sie dann live mit ans Wasser bringe, schreibt es einfach in die Kommentare, liked dieses Video, dann sehe ich an eurem Feedback, ob ihr diese Videos wollt oder nicht. In dem Sinne, das war's heute von hier und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.
Okay, wie ich euch ja versprochen habe, habe ich ja gesagt, ich werde in den nächsten Videos den Gewinner bekannt geben und das werden wir jetzt machen. Ich habe jetzt hier die URL eingefügt von dem Video. Jetzt laden wir alle Kommentare. Alle 34 sind drin und wir wählen jetzt den Gewinner aus. So, der Gewinner ist Emil Moll. Mit Hashtag SB, ich hätte gerne die Köder, weil ich immer noch auf der Suche nach einem zuverlässigen Köder bin, weil ich nur auf Hecht und Barsch fische. Das kommt dann natürlich perfekt. Ich meine, die Köder sind ja gerade für die zwei Fischarten gemacht. Meine Lieblingsköder für die zwei Fischarten vor allem. Und ja, schreib mir einfach an in YouTube, so dass ich deine Kontaktdaten habe und dir das Paket dann zuschicken kann.